Leute, wir müssen zu Hause gegen AS Rom ran. Haben gerade gegen Everton gespielt, gegen den ja, ehemaligen Tabellenführer. Also war ziemlich coole Partie und jetzt wird's nicht gerade einfach. Das ist eine Partie, die wir unbedingt gewinnen müssen. Ich hoffe, wir können da so ziemlich auf die stärkste Mannschaft zurückgreifen. Sieht aber ganz so aus, bis auf Oscar, bis auf Hazard, der etwas müde ist, können wir also auf alle zurückgreifen. Peter Cech ist momentan unglaublich gut drauf, das ist ja Wahnsinn. Der zu Arsenal gegangen ist, packe ich noch immer nicht. Ich gebe dem jetzt sogar mal Einsatzzeit in der Champions League. Könnte man generell machen, dass wir Cech jetzt immer Champions League spielen lassen. Champions League und Pokal und dafür dann Courtois in der Liga oder so. Aber ich kann keinen Torwart, der 89 Stärke hat, immer auf der Bank lassen. Das geht halt auch nicht. Bin schon neugierig, wie der sich bei Arsenal macht. Und vor allem auch, wie die Chelsea-Fans reagieren werden, wenn die gegeneinander spielen. Ah gut, das ist alles Zukunftsmusik. Wir schauen jetzt mal, dass wir 3 Punkte gegen den AS Rom holen. Hammermäßiger Anfang, oder? Shane Long. Unglaublich genialer Distanzschuss hier. Wahnsinn. Unten läuft sogar noch die Aufstellung, so schnell ging das. Den kann ich wieder speichern. Gleich wie im letzten Spiel den Freistoß haben wir mit Cristiano Ronaldo. Sehr genial. Kann ich gleich wieder die nächsten Compilations raushauen. Da schaut er ziemlich, ja, verwundert. Morgen des Sanctis, glaube ich. Also super gestartet. Die Katze liegt gerade auf mir. Neben so schon fast halb auf dem Controller. Das ist gerade etwas mühsam. Auf Facebook habe ich ja schon gepostet, wie sie aussieht für diejenigen, die es interessiert. Kleine Nervensäge, als sie geschlafen hat, habe ich das mal ausgenutzt für ein echt cooles Foto. Nur so viel, ich habe die FIFA 15 Verpackung auch eingebaut. Oh, stark von Bale. War leider zu kurz. Ah ja, heute das Duell gegen Ashley Cole, jetzt fällt es mir gerade ein normalerweise. Falls der da noch da ist. So, jetzt geht's ab. Ah, gerade. Tick zu weit. Komm schon, komm schon. Fabregas macht das stark. Cervinho ist natürlich heftig schnell, aber Hazard macht das gut. Shane Long. Oh, an die Latte. Perfekter Laufweg von ihm und dann kommt die Flanke aber so genial in den Lauf. Schade, erwischt ihn nicht hundertprozentig. Aber spielerisch sieht das jetzt schon richtig stark aus. Ich habe schon gedacht, ich krieg den Freistoß hier. Ja. Also spielerisch läuft es ganz gut. Will jetzt mal noch kurz die Gelegenheit nutzen. Es gibt ein paar News auf Ebros. Vielleicht mache ich da noch ein eigenes. Ah, Abseits. Ein eigenes News-Video.
Wir haben uns getroffen, der Flo und ich, letzte Woche und haben ziemlich viel über die Zukunft von eBros, generell also von unserem eBros-Projekt, geredet. Und nachdem es ja bisher den normalen eBros-Kanal und dann noch den eBros-Sports-Kanal gegeben hat, haben wir uns gedacht, okay, es gibt ein paar Genres, die wir eigentlich am liebsten spielen. Wir machen wie Sports ganz spezielle Kanäle. Und ja, wir werden das einfach so als eBros-Netzwerk aufziehen. Das heißt, Pogba, den macht er jetzt per Kopf. Das heißt, neben eBros Sports gibt es jetzt eBros Strategie, wo wir Total War eben drinnen haben, aber auch Aufbaustrategiespiele wie City Skylines wird reinkommen, Train Fever ist da drin, Banished wird noch kommen, Besiege ist schon drin. Also wir haben da jede Menge Sachen vor und dann wird es noch ein eBros Online geben, auf das ich mich schon sehr freue. Da haben wir jetzt schon mal GTA und Payday Online, aber da werden auf jeden Fall noch andere Spiele dazukommen. Werden wir dann sehen, wie das Ganze ablaufen wird. Das heißt, ihr findet die Kanäle einfach, indem ihr auf unsere Kanalseite geht, da habe ich sie euch rechts, glaube ich, verlinkt. Unter angesagte Kanäle oder so? Nee. Ich weiß nicht genau, wie die Sektion jetzt heißt, aber auf jeden Fall, wenn ihr auf unseren Kanal klickt, dann rechts. Und wäre schön, wenn ihr uns da unterstützt und abonniert. Ich glaube, auf GTA Online, auf eBros Online haben wir aktuell 6 Abonnenten. Das ist ziemlich wenig. Deswegen wäre es cool, selbst wenn es euch nicht interessiert, wenn ihr uns da unterstützen würdet. Also ich würde mich wahnsinnig freuen. Ja, ansonsten werden wir vielleicht noch ein paar andere Kanäle dazu machen. Horror wäre auch eine Überlegung. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir ziemlich viel besprochen, auch für den Sportkanal. Da wird gerade im Herbst einiges auf euch zukommen, also falls ihr noch keine Abonnenten seid, würde ich euch das auf jeden Fall raten. Da erwartet euch, wie gesagt, einiges. Wow. Sind zu weit vorgelegt. Holy shit. Was war das? Hammer-Tor. Ja, tatsächlich kriegt er die eine nicht rechtzeitig rauf. Verdient war das Tor jetzt nicht unbedingt, aber so geil wie das war, ist das, denke ich, mal in Ordnung. Ich habe sogar kurz überlegt, ob ich das auch speichern soll für die nächsten Compilations, aber nein, nein. Boah, Alter, das geht's nicht. Was wir da für Glück haben gerade. Wenn es blöd geht, haben die zwei Chancen und da steht plötzlich 2-2. So, ich bringe jetzt mal Oscar auf links für Hazard, beziehungsweise ich werde dann Bale und Oscar tauschen. Dann haben wir jetzt auf links Ronaldo und Bale. Das könnte auf jeden Fall ganz lustig werden. Zum Ball gehen ist manchmal echt schwierig in FIFA. Da ist wirklich blockiert. So wie jetzt hier. Komm schon. Das gibt's nicht. Ja, ja. Schlecht verteidigt. Da seht ihr jetzt dann oben, wie die Lücke aufgeht. Und Cervinho dann ohne Probleme gegen Tschechien 1 gegen 1. Der tut mir auch leid. Kann da überhaupt nichts dafür.
Alaba tankt sich da sehr stark durch. Flanke Ronaldo, aber zu zentral. So, wir gehen jetzt mal auf Offensiv. Schwacher Pass jetzt von Pogba. Schönes Tackling von Alaba. Und der gehört uns. Bring den Ball nicht zu Ronaldo rüber, das darf nicht wahr sein. Ich habe die ganze Zeit, als ich den Ball jetzt bekommen habe, mit Shane Long dann nochmal gewartet, dass er irgendwie startet oder so, dass ich ihn dann spielen kann. Aber mir waren nämlich zwei Leute, also ich hätte hier nicht schießen können. Grauenhafter Pass. Also in der zweiten Hälfte jetzt gerade geht gar nichts. Hier kommt der Cross. Dealt with by the defender, the cross. Paul Pogba. That has gone out of play. Ich hoffe, wir können da noch irgendwie ein Tor machen. Das ist eine schwierige Partie, wird, habe ich mir eh fast gedacht, aber so schwierig. Die verteidigen das wirklich gut. Und dann machen wir es ihnen so einfach, den Ball hier wegzunehmen. Abgesehen von dem Tor, das Pogba gemacht hat, gefällt er mir in der Partie aber auch überhaupt nicht. So, ich werde noch schauen, wen ich noch wechseln könnte, aber das Problem ist, mir fehlen hier ein bisschen die Alternativen. Ich könnte theoretisch für Shane Long noch Pierson bringen, Van Ginkel für Pogba dieses Mal. Dann haben wir ein bisschen mehr Tempo wieder in der Partie, im zentralen Mittelfeld vor allem durch Van Ginkel. Schön gemacht. Wahnsinn, super rausgespielt. Pierson auf Alaba und Ronaldo macht 80. Minute. Wunderschön von Pierson und die Flanke von Alaba war auch brandgefährlich. Genau auf den, aufs kurze Fünfer-Eck. Der Torwart geht zwar raus, aber man merkt, der war sich da glaube ich gar nicht sicher oder kommt auf jeden Fall zu spät hin. Also unangenehm auf jeden Fall für den Torhüter. Und Ronaldo mit seiner Präsenz, mit seiner Wucht. Wow. Ich tue mir irrsinnig schwer, bei Regen gegen Roma zu verteidigen. Das war jetzt genial gemacht von Bale. Habe ich irgendwie geahnt, dass er das so versuchen wird. Ah, das gibt's nicht. Wollte ihn in die kurze Ecke schieben. Die hat er gut zugemacht. Bale von Ronaldo. Okay, der Trick hat wieder nicht funktioniert, den habe ich im letzten Part glaube ich auch schon mal probiert. Es gibt einen, den ich in so einer Situation gerne mache, aber ich kriege ihn dann wirklich selten hin. Puh. Also das war, ja, Zittersieg.
Aber hier sehen wir nochmal das schöne 1-0 von Shane Long. Ja, bin auf jeden Fall froh, dass es geklappt hat. War, wie gesagt, keine leichte Partie. Jetzt haben wir die 3 Punkte geholt gegen einen direkten Konkurrenten. Also wichtige 3 Punkte, um in der Champions League weiterzukommen. Und ja, im nächsten Spiel geht es dann, glaube ich, wieder im Liga-Alltag weiter. Also bis dann, liebe Leute, und tschüss.